Ja moin, willkommen zu Adaka, dem Oldschool-Shooter von Xeris Pendrake, einem Entwickler. Ich habe die Demo vor kurzem gespielt auf meinem Kanal, könnt euch angucken, wenn ihr wollt, oder ihr guckt jetzt einfach das Video, weil es ist der gleiche Abschnitt des Spiels, glaube ich, der Start. Das Spiel ist ein First-Person-Shooter, ein Mix aus Half-Life, Stalker und Halo, grob gesagt. Es gibt zwei Spielmodi, einmal eine Kampagne, eine lineare Spielerfahrung sozusagen, im Stil von Half-Life. Die werden wir jetzt spielen. Und es gibt noch Zone Patrol, da spielt man jemand anders. Und das ist quasi Open World, wie Stalker. Man hat Quests, man kann Sachen finden, man kann Anomalien finden, etc. Und die sind so ein bisschen separat voneinander. Und die Kampagne kommt immer in Episoden. Im Moment gibt es zwei Episoden und die dritte ist auf dem Weg. Ich würde sagen, wir springen rein. Ich brauche kein Tutorial. Bam! Es ist sehr beeindruckend dafür, dass das nur von einem Typen ist. Selbst wenn das Spiel von einer, also der Demo nach zu urteilen, ne? Ich habe es ja noch nicht gespielt. Selbst wenn das von einer normalen Dev-Studio gemacht worden wäre, ist das geil. Aber wir sind ein Krimineller, Jesse Thorne, 24 Jahre alt, haben irgendwelche Sachen kaputt gemacht von irgendeiner Firma und wurden zu 20 Jahren Conscription Service verurteilt. Was auch immer das ist. Ah. Ich glaube, er tut sich keinen Gefallen mit dem Namen des Spiels. Adaka ist weird, aber naja. So heißt es nun mal. Opening Level. Hä? Good, you're awake. Gibt's nur auf Englisch das Spiel, leider. Hold still, just a few more tweaks. It's Dr. Chops. There, okay, get up, my friend. Moin! You've been asleep for a while. I suppose you were another conscript, eh? They left you and your comrades to rot in these tubes for who knows how long. Ja, wir waren in so Kryopods hinter ihm. Your arm was severely atrophied. I had to replace it with a cybernetic. Do not worry, friend. It is top quality. And I also gave it a little something extra. It should be integrated with the neural link that the corp put in you. Go ahead, try it out. Ja, und wir haben quasi eine Gravity Gun. Es ist so geil. Es ist richtig geil. Ja. Fun, eh? I hope you don't mind. I took some liberties with your arm. When you're ready, just open the door over there. I'll explain what's going on our way into town. I'm sure you have plenty of questions, friend. Ja. Hab ich. hier, open the door. Alright. Ich weiß ja schon, wo es lang geht jetzt, bin ich ehrlich. Cool. Oh, oh. Hilfe! Okay. Okay, wir können sprinten. Natürlich, in einem Shooter. Muss sein. Okay, wir werden irgendwie angegriffen. Ich glaube, so die erste Stunde des Spiels, Stunde 15, kenne ich. Aber wahrscheinlich ist ein bisschen was anders. Oder es ist ein bisschen was anders. You can steal weapons from staggered enemies. Das ist halt auch so geil. Bap! Bap! Ja, man kann Gegner stunnen und dann die Waffe einfach klauen. Super coole Idee. Ey, ihr Lappen! Ah. Bap, bap, bap. Und wer von euch Half-Life kennt, erkennt wahrscheinlich auch die Typis hier gerade. Sehr Combine-mäßig. Und die halten viel aus, ey. Junge!
Schön gegen's Bein. Auf die Kniescheibe, ey. Eieieiei. Das muss wehtun. Schön die Kniescheibe zerschmettert. Nicht schön. Können wir uns heilen? Ich nehme mal ein explosives Fass mit. Warum nicht? Ah, hier. Ich erinnere mich. Hier habe ich. Das habe ich in der Demo nicht gerallt. Wir müssen hier eine Batterie nehmen und da reinpacken. Und hier können wir uns neue Batterien generieren lassen und jetzt müssen wir sie da reinfeuern. Ups. Ja. Sehr realistisch natürlich. Wo sind denn hier noch Typis? Wo seid ihr? What? Wie hast du das überlebt, Bro? Ist. Okay. Haben wir eigentlich schon eine andere Waffe? Nein. Wow, okay. Hello. Bonk. Ei, ja. Das, ah, gibt eine... Ja, und ganz so leicht ist das Spiel auch nicht. Hehe. Ich weiß gar nicht, ob ich... Kann ich... Quicksaven? Gibt's Quicksave? Lasst mich mal nachschauen. Controls. Quicksave F6 und F9. Nee, ich möchte das bitte F5 und F6. F9 ist bei mir zum Beispiel Screenshot machen. Au. Komm her, ich will deine Waffe, dankeschön. Oh, ich habe aus Versehen eine Granate geworfen. Das ist ein Nahkampfangriff. Ei! Oh boy. Ich muss ein bisschen taktisch davor gehen. Alter, ich sehe die gar nicht. Ah! Okay. Nein! Boah. Damn. Was ist da los, ey? Och, Mann. Ich wollte doch nur da durchschießen. Scheiße. Oh, da ist noch jemand, ja. Okay. Das wäre jetzt natürlich wieder scheiße. So. Bonk. Wo seid ihr? Bonk. Ja, von hinten. Ah. Ist gerade schwer, die zu sehen, muss ich sagen. Voll daneben gepfeffert. Okay. Jetzt kommen noch welche runter, ja. Nein! Hier manche Gegner lassen auch Leben fallen. Oh, oh Gott. Granato! Peng! Oh Gott! Oh! Ich werfe die ganze Zeit aus Versehen Granaten. Vielleicht sollte ich meine Tastenbelegung ändern. Das wäre eine Möglichkeit. Tür öffnen. Dankeschön. Ja. Bam. Wo seid ihr? Ei, ah. Oh. Bonk. Hier ist noch einer, oder? Hm?
Wo ist noch einer? Hang! Jawohl. Heal. Das müssen wir kaputt machen. Kann ich nicht. Ich kann das Ding dann nicht rausziehen. Leider. Warum auch immer. Aua. Nein. What the fuck? Ah, hier kann ich die Brücken einfahren. Okay. Ich die dann kaputt mache. Bam. Tschüss. Wow. Ey, ey. Ja, die Granate war jetzt nicht so geil geworfen, Minion. Alter. Ist der da noch? Jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Okay. So. So, das Spiel ist, by the way, Ende Juni rausgekommen. Wo sind denn hier noch Bros? Und hier haben wir jetzt eine neue Waffe. Ich kann, glaube ich, jetzt in der Vollversion 3 Waffen tragen. Gleichzeitig. In der Demo waren es 2. Finde ich gut, dass er die Entscheidung getroffen hat, einen 3 Waffen tragen zu lassen. Der hatte gelbe Augen, der Bro. Ab! Und tschüss. Nice! Dö. Große Tür. Geht auf. Wir sind draußen. Episode 1. Derelict. Moin. Wir haben mehrere Granaten. Okay, wir haben eine Frag Grenade und eine Fire Grenade anscheinend. Hallo. Oh, hey, did you come from in there? You must be Dr. Chops' latest patient then. I'd recognize his handiwork anywhere. Eh, well, welcome to Ironwood Lake. Though you kinda caught us at a bad time. That out there is a police carrier. And I don't reckon they flew it out here just to give us a belated parking ticket. Oh, yeah. If you're looking for Chops, I saw his boat heading for the dam a minute ago. Feel free to go ahead into town. It was nice chatting with you. Okay, cool. Bam, bam. So. Uiuiui. Ich. Oh. Sollte da nicht rein. Repo Man. Ah, fuck. Ich glaube, es gab hier so keine Collectibles oder so. Hello. Seems we're fixing for a fight. Thing is, most of our fighters are held up at an old outpost. Thankfully, they saw the carrier coming, gave us time to load up most the townsfolk into a train. We aim on sneaking them up to said outpost. Us few volunteers staying out as a distraction. If things go south, well, I don't know. Okay. Wo ist denn der gute Dr. Chops? Hello, our town is made up of these descendants of those two vessels crews.
We've been salvaging parts for generations. Ja, hier waren wir drin. Holy shit. Warum das Co-op The Free Scrappers? We work for ourselves. No state, no companies. Sadly, those demons seem to have finally caught up with us. Da ist Dr. Chops. Moin! Ah, you pulled through, friend. Enjoying our cozy little village? Wait. Damn it! They're firing on the town. Oh, shit. Müssen wir... Au, wir werden überfallen. Danke! Jetzt lass das... Yo! Wir werden angegriffen. Okay. Wir werden auch aus der Luft noch angegriffen. Ganz toll. Ja. Ich gehe jetzt mal komplett rein. Anscheinend kommt ja hier jemand runter. Na, Junge. Kriegt direkt einen Ziegelstein auf den Kopf. Bap! Oh, es fühlt sich so gut an, ganz ehrlich. Es ist so geil. Hey! Okay. Überall wird sich gekloppt. Wo sind denn noch Gegner? Oh! Another dropship is approaching. Okay. Wo sind Gegner? Kommt das... Ich geh mal wieder rein. Okay. Ah. Boom. Oh boy. Hier? Ja. Komm her, Junge. Okay. Hier? Wir nehmen mal einen Schrank. Und hauen den irgendwie an den Kopf. Wo auch immer. Hä? Wo sind denn Gegner? Ah, das ist ein Dreischussgewehr. Oh, das mag ich nicht. Ja. Mag ich ganz und gar nicht. In jedem Spiel oder in jedem Shooter hasse ich das. Here comes another one, okay. Dann nehmen wir mal eine Waschmaschine. Nee, Trockner ist das. Nee, ich weiß nicht. Es ist auch egal. Ich sage einfach mal, es macht Kopfschmerzen. Das ist die Hauptsache. Boah, die Jungs sind tanky, ey. Und her, ihr Lappen. So. Okay, da wird noch geschossen. Hier? Nee. Wow! Granato! Okay. Stein. Oh Gott, daneben geschossen. Okay. I think it's clear. Okay, wir haben es geschafft. Okay. Müssen wir wahrscheinlich hier lang, wa? Go through the dam. There's a free scrapper outpost that way. Okay. Once it's safe, we'll try to send a train. Whatever you do, stay out of the old utility tunnels. They are not safe anymore. Hm, wenn das schon so erwähnt wird, müssen wir vielleicht durch die Old Utility Tunnels gehen irgendwann? Okay, es hat gerade gespeichert. Wie schon weiter gehe ich noch? Okay. Okay, den Kampf.
Was ist denn hier? Gar nichts. Da sind Jungs. Komm mal her. Ab! Ab! Komm her, Bro. Oh fuck! Ja, ist richtig, oh fuck. Jawohl. Alright. Ich würde sagen, das war's mit der ersten Folge Adaka. Ich habe richtig Bock drauf. Können wir da lang? Ne, da können wir nicht lang. Wir müssen wahrscheinlich da durch die Barrikade. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch gefällt's. Ich hoffe, ihr habt Bock da drauf. Ich glaube, das wird noch richtig geil mit den ganzen Physikspielereien und so. Und Rätseln, weil es gibt auch Rätsel in diesem Spiel. Genau. Vielen Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.